You can't touch this. You can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge. Wir sind hier immer noch schön im Gebirge. Ich hoffe, es kommen nicht mehr so viele Drachen wie in der letzten Folge. Das war ja Wahnsinn, was bei denen los war. Denn wir brauchen dringend Silber. Ich muss sagen, ich habe auch tatsächlich mittlerweile ziemlich Bock auf den letzten Boss. Ist ja schon echt lange her, ne? Na gut, die Drachenmutti. Aber doch, ist schon ein paar Folgen her. Und der letzte wird bestimmt nochmal ganz besonders. So, komm schon, her damit. Ne, das ist keine Silberader mehr. Es ist aber auch ein komischer Standort hier so mitten im Berg drin. Wie viele haben wir denn schon? 3 Stück. Geht doch voran. So, komm. Wir können den Gürtel mal wieder anziehen. Mal ein bisschen Ausdauer regenerieren. Essenstechnisch passt eigentlich alles noch. So, eigentlich wollten wir zuerst erstmal die komplette Ader ausbuddeln. So war doch der Plan. Und dann abbauen, weil ansonsten, wisst ihr ja, bleibt irgendwo noch eine kleine Ecke übrig. Muss ich hier den halben Berg abbauen? Schade, naja. Wir haben auf jeden Fall noch einen anderen Punkt Silber, den haben wir, ja, so ein bisschen südwestlich markiert. Da können wir notfalls auch nochmal hin. Ich denke nur, dass unsere... Ach, warte mal. Ah, ich war auch wieder schön blöd, ne? Ich hätte ja mal ein Portal mitnehmen können. Ich vergesse es aber auch immer wieder. Naja, was soll's. Nehmen wir nächste Folge mit. Oder nehmen wir beim nächsten Mal mit. Vielleicht noch diese Folge. Mal gucken. Ich höre Wölfe. Wölfe jaulen. Haut ab. Ist jetzt hier Schluss? Dann geht's hier hinten immer noch weiter. Haben halt auch kein Ausgeruht-Skill mehr. Können wir uns... Wir können uns ein Lagerfeuer leisten. Komm, wir sind mal so schlau. Hauen uns hier mal kurz hin. Schön die Füße ins Feuer. Dann haben wir zumindest, was sind es, 5 Minuten oder so? Ein bisschen mehr Ausdauer, das wäre schon ganz geil. Komm. Ach Mensch, guck mal, ich ruhe mich hier gerade aus. Ach geil, er brennt. Ja, wir haben ihn verscheucht. Auch nicht schlecht. Komm ran. Guck mal, so viel Schaden macht es leider nicht. Aber ich bin nicht mehr richtig ausgeruht. Ach Menno, ja komm her jetzt. So, weg mit dir. Kann ich mich jetzt mal bitte hier hinsetzen? Aber wir müssen uns ja nicht setzen. Können wir dabei auch arbeiten? Nee, ne? Ich muss... Beim normalen Lagerfeuer muss ich mich hinsetzen, oder? Ruhend, ja. Komm. Jetzt zieh mal bitte durch. 5 Minuten hätte ich gerne. Wird das nix? Doch. Ah, 8 Minuten sogar. Okay, perfekt. Ja, komm. Da haben wir hier gleich ein bisschen mehr Ausdauer am Start. Können ja auch schneller abbauen. Ich denke, es hat sich gelohnt, sich hier mal kurz hinzusetzen. Ich bin schon wieder am Abbauen, ohne vorher alles freizubuddeln. Naja. Ihr seht, ich bleibe meinen Prinzipien treu. Wie sieht's aus? 7 Stück. Ach du Scheiße. Wir brauchen richtig viel. Ich denke mal, wir brauchen wahrscheinlich insgesamt... Boah, ich weiß nicht. 60, 70, 80 Silber. Könnte es schon werden. Aber guck mal, jetzt spendet uns das Lagerfeuer noch ein bisschen Licht. Hat es doch gleich 2 positive Effekte gehabt. Bin ich voll? Wahnsinn, weil wir immer so viel Stein dadurch sammeln. Ich brauche keinen Stein. Stein haben wir wirklich genug. Also wenn wir irgendwas genug haben, dann Stein. Ach komm. Ich hau hier irgendwie auf 2 Brocken gleichzeitig, ne? Da ist nicht ein Silber rausgesprungen. Und jetzt haben wir 12. Ah ja, wird schon werden. Die beiden Silberadern. Und dann sollten wir schon mal ein Stück vorankommen. Zack. Ach, guck mal, hier liegt wieder welches. Ach, ich bin auch schön blöd. So, Silbererz, jawohl. Dachbodenausbau geht weiter. Ich habe heute nochmal 3 Stunden weiter geackert. Es geht voran. Ich hoffe wirklich ganz stark. Also es muss halt noch ein bisschen was gemacht werden. Und
natürlich auch neue Einrichtungen. Aber ich hoffe stark, dass wir das Ende März hinkriegen. Falls irgendjemand von euch da draußen am Start ist und hier die Valheim-Videos guckt und Elden Ring zockt. Ich mache gerade auch ein paar Elden Ring-Videos. Kein Let's Play, aber so ein bisschen Tipps und Tricks und alles drum und dran. Also wer Bock hat, kann ja gerne mal vorbeischauen. Ja, wenn ich ganz durchgespannt hätte, hätte es wahrscheinlich gereicht, ne? Aber die Ausdauer. Komm, zack, so, lass mich in Ruhe. Ja, geil, Spitzhacke gleich kaputt. Die haben wir jetzt auf der 2, ne? Ja. Mal gucken, wie lange sie noch hält. Wie sieht's aus? 20 Stück, okay. Ging jetzt doch schneller voran als gedacht. Jetzt ist er ein Arsch. Drüse nehmen wir noch mit, Stein können wir liegen lassen. Aber jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder runter. Vor allem war das so scheiße, da hochzukommen. Ja, aber ich habe kein... Nee, ich habe ja weder Edelholz noch Sodlingkerne noch Augen. Nee, wir kommen nicht drum rum. Sag mal, runter geht immer schneller als hoch, aber wir müssen natürlich dann auch wieder hoch. Richtiger Kurs ungefähr, ja, passt. Können wir es gleich alles in die Schmelzöfen packen? 20 Stück haben wir, perfekt. Nee, du lässt mich jetzt mal in Ruhe. Dann nehmen wir gleich nochmal ein Portal mit. Sind das alles noch Drüsen? Von den Drachen, die wir hier alle erlegt haben, ne? Können sie bloß nicht alle mitnehmen, aber... Die waren auf jeden Fall für ein paar Sachen gut. Wäre eigentlich ärgerlich drum. Notfalls packen wir noch... Ih, geht weg. Ich will da jetzt keine Koblins... Ah, nein, wie dumm. Jetzt bin ich hier richtig leichte Beute. Komm, hau das Fell weg. Nö, ich will jetzt nicht gegen euch kämpfen. Hau ab. Komm, wir machen fix zur Basis. Ah, ich sehe doch schon wieder. Da oben fliegt's. Ach, schlecht gelaufen. Aber wir können ja auch diesen machen. Wir müssen nur treffen. Sonst wird's kacke. Komm her, meine Ausdauer zieht ab. Jawohl. So, wo ist denn unsere Basis? Müsste doch gleich hier vorne sein. Ja, also ich habe auf jeden Fall deutlich Bock? Naja, ihr wisst schon, auf den letzten Boss. Mal gucken, was wird. Mal gucken, was wir für eine Fähigkeit bekommen. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was es noch sein könnte. Aua. Ich hoffe, irgendwas Cooles. Ah, geil getroffen, oder? Geil getroffen, ah. Geil getroffen, fast tot. So, ich will aber die Nadel noch haben. Komm her damit. Da ist unsere Basis hier hinten. Bin ich ja zu weit vorne? Bin gerade ein bisschen doof. Ich glaube, wir müssen weiter in die Richtung. Ey, Odin, mein Guter. Lange nicht mehr gesehen. Ich fände es auch irgendwie cool, wenn man ab und zu mal mit ihm quatschen könnte. Also generell fühle ich mich ganz schön alleingelassen im Spiel. Der gute Rabe ist nicht mehr da. Ugin und Odin hat irgendwie auch gar keinen Bock mit dir zu quatschen. Also wenn du so solo spielst, bist du echt ganz schön alleine unterwegs. Guck mal, hier haben wir einen Loxi. Das heißt, unsere Basis muss hier sein. Nee, hä? Bin ich jetzt... Doch, hier oben, ne? Ja. Aber hatten wir hier so ein Gebäude? Was ist denn hier los? Warum rennt hier so ein Fullinger rum? Boah, guck mal. Ah ne, ich glaube, hier habe ich nur so wenig angepflanzt. Das könnte... Ah, ich kann es nicht einstecken. Müssen wir später machen. So, zurück. Portal mitnehmen. Ich muss dran denken. Mal gucken, ob wir das dann später wieder abbauen. Meinen sich brauche ich nicht noch ein Portal mehr, wenn das Silber dann abgebaut ist. Was will ich damit? Wir haben ja prinzipiell eins in der Nähe. Ich hätte auch das von der Basis jetzt nehmen können. Und wir nehmen es halt erstmal mit hoch.
Ja, können wir eigentlich auch machen. So, dann hier, zack, überall Silber rein. 8 oder 7. Und dafür machen wir hier noch 5 rein. Ah, wieder gut gerechnet. 9 Metall haben wir noch. 9 Eisen. Ne, Zinn. Zinn, Zinn, Zinn. Kupfer und Zinn haben wir hier. Wie viel Eisen haben wir denn jetzt noch? Wir haben bloß noch 6 Stück. Da kann ich wieder gar nichts mit anfangen, weil ich dieses doofe Werkzeugregal gebaut habe. Was mir absolut gar nichts gebracht hat. Aber okay. So ist es halt manchmal. So, wir sind an sich nur bei 68 Kilo. Ich brauche jetzt nicht groß noch irgendwas wegwerfen. Wir müssen nur mal schnell den ganzen Spaß abbauen. Reparieren. Was ist denn heute los? Und ich brauche mal noch, ich bräuchte mal noch 10 Holz. Wie kriege ich denn das jetzt am besten ran? Haben wir noch irgendwo eine Werkbank unten stehen im Dings? In der Basis? Achso, komm, wir gehen noch mal pennen. Dann haben wir noch mal komplett ausgeruht. Hälfte der Folge rum, 20 Silber gesammelt, ist okay. Werde ja irgendwann mal eine Werkbank in der Ebenenbasis gebastelt haben müssen, sonst hätte ich das Portal nicht aufstellen können. Guck mal, wir können auch mal ein paar Tränke mit... Ah, ich habe gar keine gebrutzelt. Also hoffe ich einfach mal, dass die Werkbank noch dasteht, sonst müssen wir uns halt irgendwo noch 10 Holz besorgen. Ja, dann nehmen wir das mit hoch. Gehen noch ein bisschen Silber sammeln. Mal gucken, diese Folge, wie weit wir kommen. Habe ich alles? Ja, ich habe alles durchgebrutzelt tatsächlich. Wir könnten aber auch mal wenigstens noch schnell einen Trank mitnehmen. Guck mal, wir nehmen jetzt hier mal 3 sehr gesunde Mets mit. Und wir nehmen jetzt hier nochmal ein Ausdauermet mit. Ja, das können wir ja liegen lassen. Ah, wir haben keine... Ah, das fehlt Kohle. Moment. Es wäre jetzt doof, wenn wir die nicht noch nachfüllen. Ach, was mache ich denn? Ah, jetzt habe ich das Silber eingesammelt. Naja. Wie viel haben wir? 35. So. Komm, fix das Silber hier rein. Eigentlich können wir auch schon wieder Holz brutzeln lassen, aber ich will jetzt nicht so viel Zeit verschwenden. Ich möchte Silber. Jetzt lasst mal gucken. Hier, Ebenenbasis. Das Ding heißt Steinsuche. Ja, wenn wir dann genügend Silber zusammen haben, machen wir auf jeden Fall nochmal eine Baufolge oder mehrere Baufolgen. Guck mal, hier liegt ein bisschen was. Wären das 10 Holz? Jo, 11. Perfekt. Und... Ja, so viel zum Thema. Das finde ich irgendwie auch ein bisschen doof. Also abreißen könnte man auch ohne Werkbank in der Nähe. Aber naja. Ich will mich mal nicht aufregen. So, komm. Jetzt müssen wir hier wieder diesen hässlichen Berg hochkraxeln. Gar keinen Bock. Eigentlich wollte ich auch nochmal nach Loxi gucken. Jetzt ist es zu spät. Essen haben wir, aber wir sind fast komplett voll, ne? Oh je. Naja, müssen wir mal ein bisschen was weghauen. Guck mal hier, das normale Hirschfell. Braucht kein Mensch. Ein Stein kann weg. Aua. Gerade mein Inventar sortiert. Was soll denn der Scheiß? Ah, natürlich nicht getroffen. Komm auf mich zu. Komm, 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 komm. Bam. Gib mal noch eine Nadel. Die brauchen wir auf jeden Fall. So. Ach, da wartet schon wieder der Nächste. Es ist ein Krampf mit euch Kreaturen. Ja, dann noch ein paar Baufolgen und dann mal gucken, ob wir uns schon zum Endboss wagen. Je nachdem, wie es dann aussieht, weil ja, wir brauchen eigentlich sowas von viel Silber. Frostner braucht Silber. Thorger Fangzahn braucht Silber. Mal gucken. Also wir nehmen auf jeden Fall Knochenwanst mit. Ich denke, das ist die beste Entscheidung. Also bei einem Endkampf, was sollst du sonst mitnehmen? Bei einem Bosskampf? Ach ja.
Irgendwo kommt schon wieder ein Wolf. Ich glaube, da war noch ein Drache. Da ist der Drache. Da ist noch einer. Wir müssen den gleich erwischen. Dann ist er One-Hit. Er versteckt sich vor uns. Ach Mann, ey. Ach komm, der hätte doch mal treffen können. Zack. Zack. Jawohl. So. Lässt du was fallen? Her damit. Inneneinrichtung wird dann kommen, ne? Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, was mich aktuell, naja, ich sag mal, stört. Oder was ich nicht ganz so toll finde, ist die Fassade von innen. Ja, irgendwie sieht das alles so ein bisschen, also vom neuen Gebäude, ne? Alles so ein bisschen zusammengeschustert aus. Außen ist jetzt halt geiler geworden, weil das Dach noch drüber guckt und wir machen ja auch noch so diese Bögen drumrum und generell habe ich da ja auch noch ein paar Sachen gebastelt, aber au, 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 komme ich hier nicht hoch? Ja, aber von innen sieht es jetzt aktuell noch ein bisschen doof aus. Ich habe erst überlegt, ob wir uns erst darum kümmern und dann halt zweite Etage ziehen und so, aber ich glaube, wir machen erstmal die zweite Etage, also die Galerie. Ich möchte mir erstmal angucken, wie das aussieht. Und wenn das erledigt ist, können wir ja immer noch irgendwas an die Wände ranflanken. Wird schon gehen. So, weiter geht's. Wie sieht's denn aus? 17 Minuten. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Widerspenstiges Zeug hier. Wir sind relativ hoch schon, was die Spitzhacke angeht. Ach komm. Ey, krass, ne? Das erste Gebirge, was wir hatten, da war so eine Ruhe drin. Ach, das ist geil. Was macht man jetzt? Scheiße. Warum haben wir denn keine Pfeile? Jetzt müssen wir auf Nahkampf gehen. Haben wir auch noch nicht gemacht, oder? Ah, shit. Nee, da oben kriege ich dich nicht. Ach, na super. Ja, noch ein Wolf. Ach, shit. Da waren die Pfeile leer. Och, nö, ey. Wir müssen den jetzt irgendwie kaputt kriegen. Ich habe keinen Bock, hier 10 Minuten jetzt rumzurennen. Wo ist er denn? Aber mit seinem scheiß Treffer, dann kommst du halt nicht weiter nach vorne. Wir kriegen den nicht, ne? Können wir hier ganz normale, stinknormale Pfeile herstellen? Ne, wir brauchen eine Werkbank für, ne? Ja, ich meine, gut, wir können auch fix Portal setzen, aber... Ich wollte es eigentlich schnell schaffen mit euch. Ja, geht nicht anders. Was willst du machen? Bau doch mal das Ding jetzt hier hin. Menno. Geht nicht anders. Wir müssen nochmal zurück ein paar Pfeile holen. Ich glaube, in dem neuen Haupthaus baue ich mir dann ein Portal. Ja, ich denke, ich werde mir da ein Portal reinbauen, was wir immer neben für irgendwo unterwegs sein, weil dann brauchst du auch nicht jedes Mal von da vorne hier hinterrennen. So, Pfeile. Guck mal, wir haben noch 68 Giftpfeile. Jetzt lass uns aber mal ganz schnell noch den anderen Scheiß weghauen. Damit wir hier ein bisschen Platz zumindest kriegen. Was haben wir noch? Holz, Tränke, Stein. Fell haben wir auf jeden Fall noch. Fell. So, Stein, Stein. Die Drüse haben wir hier bei Gebirge mit drin. Oh, da haben wir schon 50 Stück zusammen. Ich weiß gar nicht, waren das die Frostpfeile? Ich glaube, die Frostpfeile können wir draus bauen. So, und hier noch ein bisschen Fleisch. So, perfekt. Hui, da war er wieder. Und wieder zurück. Ja, ich komme nur wegen dir, mein Freund. Wehe, du machst mir das Portal kaputt. Reicht die Vergiftung? Reicht sie? Jawohl.
Komm, wir hauen dem gleich noch einen Pfeil rein, weil der kommt eh in 3 Minuten hier rüber. Bleib mal stehen, bitte. Natürlich nicht getroffen. Ich rutsche. Mensch, ich sehe ihn kaum noch. Jetzt haben wir ihn. So. Und weiter. Jetzt lasst mich doch mal 5 Minuten in Ruhe. Zwei Silbererz, jawohl. Was ist denn jetzt hier mit der Sonne? Ich sehe nichts. Ach, das nervt mich gerade. Sind wir jetzt hier schon durch? Ich sag nichts mehr dazu. Wirklich. Ich sag einfach nichts mehr dazu. Was soll denn der Scheiß? Boah, das ist ja das Stressigste von allen, hier in der Umgebung hier ein bisschen Silber abzubauen. Kann doch nicht sein. Ich will einfach nur mal in Ruhe hier ein bisschen Silber hacken, weil ich bin hier schon so mitten im Berg drin. Man sieht mich kaum. Vielleicht ist es das Lagerfeuer. Vielleicht zieht das die Gegner an. Ich weiß es nicht. Wir waren ja vorher schon da. Zack. Komm, wie viel haben wir denn zusammen? 14 Stück schon wieder. Okay, das ging jetzt relativ flink. Ich lass den jetzt einfach machen. Ist mir doch egal. Kann er nicht alle 2 Minuten erstmal einen Drachen erlegen? Ich weiß halt nicht. Gibt es von jedem Gegnertypen Spawner? Kann das sein, dass hier einfach ein Spawner in der Nähe ist? Also von Torgar haben wir gefunden, die Sotling-Kerntypen, also die heißen ja Sotling, glaube ich. Die generell so die ganzen... Ja, die ganzen Dunkelwaldviecher und sowas. Skelett haben wir, Skelett-Spawner haben wir auch schon gefunden. Ich mich nicht täusche. Also eigentlich so von... Na gut, Wölfe haben wir noch nicht gefunden, die Golems nicht. Und Goblins glaube ich auch noch nicht, ne? Ja, mach mein... Jetzt kommt noch ein Wolf mit runter. Ist okay. Mach mir mein Lagerfeuer kaputt. Kein Problem. Ja, hier geht's noch weiter. Perfekt, schon wieder 19 Stück zusammen. Oh, guck mal, kam reingeflogen. Hat mal Hallo gesagt. Ja, ist gut. Aber einfach den Berg... Oder mach hier mal den Boden kaputt, dass ich die restliche Silberader noch finde. Mal, hier kommt noch was. Ist gut. Aber nicht schubsen bitte, okay? Das wäre gemein. Macht man nicht. Hab Joghurt im Rucksack. Komm. Dann nehme, glaube ich, wieder nichts mehr auf, ne? Ja. Gib mir... Ja, füg halt alles Stein hinzu. Hau doch ab. So, 24. Ja, aber okay. Haben wir doch ungefähr mit dem, was hier noch kommt, locker 60, 70 rausgekriegt aus der Ader. Nehmen wir es noch auf. Eins können wir noch aufnehmen. Aber wir haben schon wieder Steine. Das müssen wir gleich mal wieder rauspacken. Geht so nicht. Zack, 26. Wie sieht's aus? Ein. Ach, guck mal, hier Silbererz. Dann sind wir auch schon voll. Jetzt können wir wieder nicht springen. Vielleicht kriegen wir uns hier durchgeschlängelt. Ah, komm. Schade. Ach, Menno. Ich komme wahrscheinlich auch nicht hier hoch, oder? Komm, schlepp dich ab. Ich schlepp dich ab, mein Freund. So. Ach. Ja doch, perfekt. Okay. Gut, 28. Davor hatten wir 20, ne? Oder hatten wir mehr als 20? Ne, 20, glaube ich, oder? Ein bisschen mehr. Dann sind wir schon mal knapp... bei einem Fuffi. Ist jetzt wirklich das eine Ding? Ne, mehrfach sogar. Zack, 2. So, hauen wir mal alles hier rein. Zack. Zack. Und zack. Dann haben wir noch genau die 2 hier vorne. Und dann machen wir noch ein bisschen Holz, lassen das Ganze brutzeln und dann wird wahrscheinlich so langsam Schicht im Schacht sein mit der Folge.
Ja, ich kann euch noch nicht ganz versprechen, ob morgen eine kommt. Also gestern kam ja eine, heute eine als Entschuldigung. Und ich kann es euch noch nicht versprechen, ob ich morgen noch eine nachschiebe oder ob es dann erst übermorgen wird. Ich muss mal gucken. Also heute schaffe ich keine mehr aufzunehmen. Und morgen weiß ich noch nicht genau. So, Silber und Zinn. Und das Silber haben wir noch. Silber, Silber. 19 Stück. Ach nee, das eine ist wieder Zinn. So, Zinn. Dann brauchen wir Holz. Beziehungsweise Kohle. Ach ja, so, komm. Was haben wir denn hier? Hier haben wir doch Holz. Perfekt. Ah, ich wollte schon längst mal noch einen Kohlenmeiler bauen, aber ich war so geizig. Zwecks den Surtlingkern, was es kostet. Das waren relativ viele, ne? Na gut, 5 Stück. Und was war es jetzt noch? 20 Stein. Ach komm, wir geizen jetzt mal nicht rum. Wir haben noch 3 schon durch den Angriff bekommen. In der gestrigen Folge. Gib mal noch 4 hier ran. Zack. Und ein bisschen Stein war es noch. Ah, ich renne immer noch dorthin, ne? So ist das, wenn man hunderte Folgen alles gleich hat und dann auf einmal die Dinger ändert. Waren das 10 oder 20 Steine? Ich weiß es nicht. Komm, nehm mal 20 mit. Dann gucken wir gleich mal, ob wir schon irgendwas hochleveln können. In der Zeit. Achso, jetzt brauche ich ja wieder so einen Abzug, ne? Ach, das war wieder der Scheiß. Ich mach jetzt mal so. Kohle ran, Kohle ran. Und wir holen noch einen Stapel. Ja, also das hier gefällt mir irgendwie von innen jetzt mittlerweile nicht mehr. Mal gucken. Ich sag mal, wenn wir hier eine zweite Etage komplett ziehen sollten, dann ist es zumindest halbiert. Aber ich finde es so irgendwie gerade zu viel zusammengewürfelt. Ich weiß auch nicht. Generell sieht es einfach noch nicht so schön aus. Hä? Warum habe ich denn Kernholz kaputt? Habe ich gerade eben schon Kernholz genommen? Oh, ich hoffe nicht. Haben wir jetzt gerade Kernholz verfeuert? Hm. Bin mir nicht sicher. Ich hoffe nicht. Mal interessant zu wissen, ob das mehr bringt, dass auf ein Kernholz 2 Kohle rausspringen. Dann wäre es natürlich schon wieder geil. Wahrscheinlich geht es einfach gar nicht. Naja, so, kommt Leute. Jetzt noch ein bisschen Kohle in die Dinger rein. Mal gucken, was wir aufwerten können. Schmelzofen ist 10 von 10. Noch mal 20 Kohle rein. Hä? Ach so, ach, ich bin auch dumm. Ich dachte, das war schon einmal durchgebrutzelt da hinten. Wir haben hier bloß noch Teer. Ah nee, da müssen wir mal ein Momentchen warten. Na gut, dann gucken wir jetzt schon mal. Ich wollte mit euch irgendwas aufwerten. Was wertet man da auf? Ich habe Bock auf Upgrades. Und zwar haben wir Torger Fangzahn. 10 Silber, 2 Hirschfell, Glibber, uralte Rinde könnten wir uns leisten. Wäre nicht das Problem. Wir sind ja rich as fuck. Frostner, 30 Silber. Eisenspitzhacke hat Eisen gekostet. Schwarzmetallschild nur das. Also eigentlich ist es nur Frostner und der Torger Fangzahn. Dann würde ich jetzt mal mit dem Torger Fangzahn anfangen. Also, da brauchen wir Fell. Ist das Loks? Ja. Wir brauchen Fell. Wir brauchen Glibber. Glibber habe ich mittlerweile oben. Wir brauchen Rinde, die habe ich oben. Und dann brauchen wir noch Eisen. So, zeig mal her hier. Glibber, Glibber. Warte, wir können erstmal kurz die Trophäe wegpacken. Perfekt, und Nadeln, hatte ich die hier? Ja, hier habe ich Nadeln, dann können wir gleich mal nachher noch, oder in der morgigen Folge mal noch ein paar ordentliche Pfeile mit reinhauen. Guck mal, jetzt habe ich die Pfeile hier, obwohl unten Pfeilekiste ist. Und Samen waren auch drin, da wusste ich nicht mehr wohin. So, Glibber, und ich wollte Rinde, 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 hier ist Rinde.
Und Silber. Ja, ist okay. Zack. Twurger Fangzahn, Stufe 2. Bam, da haben wir ihn. Geil, freut mich. Was kostet die nächste Stufe? Da ist er. 20 Silber, aber auch wieder nur 4 Glibber. Das ist okay, weil Glibber ist eigentlich so das, wo wir am wenigsten von haben. Also 20 Silber. Das kriegen wir jetzt auch noch durch. Dann haben wir ihn auf der 3. Ah, geil, es wird Nacht. Aber wir sind schon bei über einer halben Stunde. Mist. Nee, da müssen wir erstmal Schluss machen an der Stelle. Ich werde eventuell, je nachdem wie ich es schaffe, noch kurz alles durchbrutzeln lassen, dass wir nächste Folge dann mit allem fertigen Silber starten können. Ich danke euch fürs Zuschauen, Like und Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns entweder morgen oder übermorgen 19 Uhr. Ihr werdet sehen. Ich danke euch. Ciao, ciao. You can't touch this. You can't touch this.